meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das war jetzt auch ganz schön lange her, dass ich mich mal wieder vor die Kamera gesetzt habe, um mit euch zu quatschen. Aber es gibt zwei Anlässe, warum ich jetzt zum einen diese Pause gemacht habe und warum sie jetzt vorbei ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, aber wer mir auf Instagram folgt oder meinen Blog aktiv liest, der weiß, dass ich Robinho verkauft habe Anfang August. Und ja, dem geht es auf jeden Fall total gut. Er hat eine ganz nette Familie jetzt gefunden oder bekommen. Und ja, dem geht es auf jeden Fall richtig gut. Er wird so ein bisschen betüddelt und geritten und ganz viel ausgeritten. Und ja, genau. Das war der Grund für meine Pause, weil ich mich erstmal ja orientieren musste, weil ich erstmal klarkommen musste, weil ja, Robinho war ja schon lange an meiner Seite. Und es war nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen und die Entscheidung dann auch durchzuziehen. Aber gerade die letzten Monate waren für uns beide sehr schwierig. Ich hatte immer weniger Lust zu reiten, er hatte immer weniger Lust, ja, mit mir zu trainieren, sag ich mal. Es war ein Teufelskreis, er hat gemerkt, ich habe keine Lust, dann hatte er keine Lust, dann hatte ich noch weniger Lust. So und so kam das immer und immer wieder und nach meiner OP am Hals bin ich einfach nie wieder so richtig ins Reiten reingekommen. Das war total schade, aber da haben dann meine Eltern und ich uns dafür entschieden, ihn zu verkaufen, weil wirklich weder er noch ich was davon hat, wenn er im Stall steht, ihn andere Leute reiten, aber ich nicht. Und ja. Genau, so kam es dann dazu, dass wir ihn verkauft haben. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem neuen Pferd an meiner Seite, für meine Seite, für an meiner Seite, als Lebenspartner. Ja, genau, ihr glaubt, ich wisst, was ich meine. Und so habe ich mehrere Pferde Probe geritten. Und ja, ich glaube, bis ich jetzt die Stute gefunden habe, die jetzt auch bei uns eingezogen ist, habe ich 4 oder 5 Pferde Probe geritten. Wo mir 2 wirklich gut gefallen haben, aber das hat am Ende dann doch nicht so sein sollen. Und bei der Stute jetzt ist alles richtig gut gelaufen. Und ja, ich würde sagen, ich erzähle mal ganz kurz was über sie. Sie heißt Salinera, ist ungefähr 1,80 groß, schwarz-braun, Stute und aus dem Jahrgang 2012, also 6-jährig im Moment. Und ja, Dressurpferde A platziert und genau. Ich glaube, das waren erstmal so die groben Eckdaten. Nächste Woche kommt schon ein Reitvideo mit ihr online. Da bin ich sie das 2. Mal bei uns in der Halle geritten und das 3. Mal überhaupt erst. Und seid gespannt. Wenn ihr vielleicht auch Interesse habt am Probereiten-Video, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Dann mache ich das auch möglich. Lade euch das Probereiten-Video auch noch hoch. Wir haben es natürlich gefilmt. Und ansonsten würde ich sagen, blende ich euch jetzt hier schon mal so ein paar Bilder ein, damit ihr schon mal den ersten Eindruck von ihr bekommen könnt, von der hübschen Maus. Und ich freue mich auf jeden Fall auf diesen neuen Lebensabschnitt und werde den Winter nutzen, um mit ihr in der Dressur zusammenzuwachsen, vielleicht schon mal den einen oder anderen Sprung zu machen. Denn es ist geplant, dass wir nächstes Jahr zusammen in der Dressur durchstarten, auf Turnieren, im Bereich A-Dressur. Mit meiner Trainerin soll sie vielleicht mal eine Dressurpferde L laufen. Vom Alter her darf sie das nämlich noch. Und ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass das alles gut wird und freue mich auf die kommende Zeit. Und bin ganz gespannt, was die Zukunft jetzt für uns bringen wird. Ich bin auch ganz fassungslos oder wortlos oder sprachlos. Sprachlos heißt es. Sie ist jetzt seit genau 2 Wochen bei mir und jeder Tag war eigentlich echt cool. Sie ist in vielen Punkten ähnlich wie Robinho, in ganz vielen Punkten ganz anders als Robinho. Aber sie ist einfach irgendwie total cool und ich freue mich, sie gefunden zu haben. Und eigentlich wollte ich nie eine Stute haben, jetzt bin ich doch ganz froh. Es ist schon ein Unterschied. Tatsächlich ist es irgendwie ein Unterschied, ob man einen Wallach hat oder eine Stute hat. Und ja, ich bin gespannt, ich freue mich. Und ich freue mich, diesen Weg wieder gemeinsam mit euch gehen zu können. Denn mir hat das YouTube und das Bloggen und Instagram-Posten tatsächlich auch gefehlt. Ja, genau. Und ich würde sagen, ab jetzt sehen wir uns wieder jede Woche mit neuen Reitvideos und auch mal wieder einem Vlog oder einem FMA oder so, was ihr wollt. Ich starte wieder voll durch. Ich werde auch wieder jeden Kommentar beantworten. Das ist die letzten Wochen auch ein bisschen eingeschlafen. Aber ich gelobe Besserung, ich gebe mir Mühe und ich würde sagen, ihr seht mich nächste Woche, wir hören uns nächste Woche. Genau, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!